Herzlich willkommen zu der Kategorie Meditation im Booster Life Home, dein Online-Heilungszentrum. Schön, dass du wieder zugeschaltet hast. Ja, in der Kategorie, wie gesagt, geht es um Meditation, aber nicht nur Meditation allgemein erklärt, sondern es geht auch darum, um stille Meditation für dich als Umsetzung zu erfahren. Da kommen wir schon zum Thema. Wichtig ist in dieser Kategorie, dass du für dich selbstständig Erfahrung sammelst, dass du dich rantastest. Und ich erkläre dir hier stille Meditation, geführte Meditation, Pranayama. Es werden Videos geben, wo ich hier Beispiele aufzähle, dir Techniken erkläre. Ja, bitte bedenke, dass du dir an dieser Stelle immer in den Videos Notizen machen kannst. So ist hier das Booster Life Home eingerichtet, und zwar unter jedem Video. Ja, und dass es dir einfach leichter fällt, je nachdem, wie du das hier nutzt, ob am Handy, unterwegs, auf Arbeit oder ist dir ja immer selbst überlassen. Ansonsten, liebe Menschen, ja, bin ich sehr dankbar für diese Kategorie, weil Meditation ist immer mehr in unserer Gesellschaft angekommen. Ja, ich selber meditiere seit 2009. Ich habe ja selber 5 Jahre in einem Seminarzentrum Neue Erde, Seminar für Neue Erde im Harz gelebt, für Körper, Geist und Seele, Spiritualität, Gesundheit. Und da kommen wir schon zum Thema. Für mich ist die Meditation, ja, allgemein, egal ob geführte und stille, super, super wichtig in meinem Leben. Also ohne komme ich im Grunde kaum noch klar. Meditation, da geht es darum, zu dir selbst zu kommen, den Kontakt zu deiner Seele zu schüren, den Kontakt zu deinem Herzen zu schüren. Ja. Es geht darum, um Klarheit zu bekommen. Es geht darum, mit dir selber dich zu konfrontieren, ja, und so weiter und so weiter. Ja. Weil Meditation wird immer verwechselt mit einem Momentum. Ja. Wenn du jetzt Sport machst oder wenn du von Leuten hörst, die dir sagen, ja, ich brauche nicht meditieren, dann ist das gut. Und es ist auch nicht so, dass du das brauchst, weil es, wenn du gesund und glücklich bist, ja, und genug Energie hast, wenn du weißt, was du vom Leben willst und wenn du weißt, was das Leben von dir will, ja, und wenn du weißt, was du hier für eine sinnvolle Aufgabe hast, dann ist alles wunderbar, weil du brauchst theoretisch als Mensch gar nichts im Leben. Aber wir sind ja mittlerweile so weit weggekommen von Natur und so weiter, ja. Und wir haben verschiedene Probleme auf der Erde und hier die Energieerhöhung nimmt immer mehr zu und so weiter, sodass aus meiner Sicht kaum noch ein Mensch daran vorbeikommt, sich mit Meditation nicht zu beschäftigen. Ja, und sonst würde das auch im Außen nicht so gehypt werden. Es geht vor allem bei der Meditation darum, die Selbstheilungskräfte anzukurbeln. Ja, weil wir haben nun mal alle Energien im Körper. Es geht außerdem darum, die Präsenz, die Achtsamkeit zu schüren, die Dankbarkeit zu schüren. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ob man das mit Sport oder mit Gartenarbeit hinbekommt, weil das ist ein vollkommener Unterschied. Den möchte ich hier mal ganz kurz erklären an dieser Stelle. Und zwar, wenn du Sport machst, ja, egal ob Fußball, Tischtennis, Tennis oder Gartenarbeit, wie ja so schön diese Sprüche immer kommen, ich brauche das nicht, ich mache ja das und das. Ja, das ist eine präsente, im Augenblick durchgeführte, in der Praxis Ablenkung. Das ist aber eine positive Praxis, weil das Gesetz des Lebens und das Gesetz des Universums, das hat nun mal eins eingerichtet. Wenn du im Augenblick bist und präsent bist im Augenblick, dann bekommst du Energie. Das liegt ja auch außerdem daran, weil du nicht in dem Augenblick, wenn du zum Beispiel Gartenarbeit machst, die dich außerdem energetisch sehr erdet in der Natur, ja, die ist auch super wichtig, das hat einen meditativen Zustand, aber es ist keine Meditation. Es ist eine Fokussierung im Augenblick, die dir Energie gibt, weil das das Gesetz vom Universum ist und vom Leben. Ja, du bekommst Energie, wenn du präsent im Augenblick bist, weil du ja auch gleichzeitig nicht denkst. Und wenn du nicht denkst, kann sich deine Energie erhöhen. Ja, und das ist aber keine Meditation, das ist ein meditativer Zustand. Unterscheidungsvermögen ist sehr wichtig. Kommen wir mal zu den Themen. Stille Meditation war für mich und ist immer noch für mich das Allerwichtigste. Praktiziere jeden Tag so 1 bis 2 Stunden Meditation. Ich verbinde die aber auch mit geführter Meditation. Ich mache auch mal 1 Stunde stille Meditation, danach mache ich Pranayama. Aber wie gesagt, ich erkläre das hier alles, ihr Lieben. Ja? Und was ich euch an dieser Stelle noch sagen möchte, ich werde auch Links in den Videos hier reinpacken. Ja? Und zwar die Links für die geführten Meditationen, und zwar für die Herzchakra und für die goldene Lichtmeditation. Ja? Und da kommen wir auch gleich zum Thema. Ja, es gibt einen großen Unterschied, was stille Meditation angeht oder Pranayama oder geführte Meditation. Ich werde euch auch hier viele Beispiele immer wieder geben, ihr Lieben.
Es ist aber wichtig, dass man erkennt, dass man vor allem auch in der stillen Meditation nirgendwo mehr als in der stillen Meditation zu sich selbst kommt. Ja? Weil wann hast du schon mal in den 24 Stunden, wenn du täglich lebst, ja, wo du auch viel schläfst, ja, man schläft ja in der Regel 8 Stunden, ja, wenn alles gut läuft, wann hat man sonst die Möglichkeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen? Das ist ein großer Unterschied, ja. Und Meditation ist generell kostenlos, ja. Also wir können uns kostenlos mit Energie aufladen, wo wir gleichzeitig den Geist leeren, ja, mit uns selbst konfrontiert werden, die Selbstheilungskräfte ankurbeln, in die Dankbarkeit kommen, ja, Körper, Geist und Seele automatisch mehr in Einklang bringen. Bei der Meditation allgemein ist es auch so, dass du nicht nur deine Selbstheilungskräfte ankurbelst, deine Energie erhöhst, ja, oder den Zustand zu deinem Herzen mehr bekommst. Es ist auch so, dass Dinge irgendwann hochkommen. Deswegen ist es so wichtig, auch mal Pausen einzulegen. Was können denn für Dinge hochkommen? Weil du wirst automatisch stärker, aber je stärker du wirst und je herzlicher du wirst, wirst du auch sensibler. Es kann sein, dass auch irgendwie Ängste hochkommen. Wenn etwas hochkommt, wird es gesehen werden und geheilt werden. Es ist nicht schlimm, wenn etwas mehr hochkommt. Ja? Deswegen ist immer alles im Ganzen zu betrachten. Ja? Und alles ist wirklich eins und als Einheit zu betrachten. Ja? Weil im Leben gelangst du vor allem durch Meditation von innen nach außen zu deiner Entwicklung. Und deshalb ist, wie gesagt, kann ich immer nur betonen, Sport keine Meditation. Weil da bist du im Außen und nicht im Inneren. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und glaub mir, ich bin ein großer Sportsmann und ich liebe Sport. Aber wir können uns als Menschen mittlerweile ja, kaum noch davon retten, an Informationsfluten quasi überflutet zu werden, weil wir im Außen viel zu viel sind. Wir sind viel zu viel im Außen auch abgelenkt. Deswegen ist halt die Meditation, egal ob geführte oder stille oder was man für Atemübungen macht, ja, es ist wichtig, man bekommt auch mehr Klarheit, man bekommt mehr Liebe zu sich selber, zu anderen Menschen. Und wann nimmst du dir für dich mal wirklich die Zeit? Und es ist so wie ein Beispiel, erklär mal einem 12-Jährigen, dass er sich vielleicht bis zu seinem 16. Lebensjahr in den nächsten 4 Jahren wahrscheinlich zum ersten Mal bis über beide Ohren verlieben wird. Ja? Du hast es wahrscheinlich auch so erlebt, ich auch. Und erklär das mal, wie das sich anfühlt, verliebt zu sein in dem Alter, wenn er gerade 12 ist. Er wird es nicht verstehen, er wird alles verstehen, was du ihm sagst, aber vom Gefühl, vom Bewusstsein wird er das nicht verstehen. Und deswegen ist es wichtig an dieser Stelle, das Thema Meditation wird sowieso immer wichtiger werden in den nächsten Jahren, ja? Weil Menschen innere Stärke brauchen. Und die erlangst du wie bei einem Muskeltraining, ja, nicht von heute auf morgen, sondern mit kontinuierlicher Disziplin, ja. Und deshalb empfehle ich auch an der Stelle, egal ob geführte Meditation, ob stille Meditation, ich möchte euch einfach nur empfehlen, zu sagen, dass ihr die vor allem frühs nach dem Aufstehen nutzt. Ja? Weil ihr da noch nicht mit so vielen Problemen am Tag konfrontiert werdet. Und es ist auch so, dass ihr am besten die Meditation auch vorm Schlafengehen nutzt. Ja? Pranayama würde ich jetzt nicht empfehlen, es kommt immer darauf an, was man für Atemübungen macht, weil viele Atemübungen können ihn auch pushen, aber die Beruhigung für die stille Meditation oder geführte Meditation, die ich euch ja hier auch verlinke und empfehle, die kann ich euch auf jeden Fall so empfehlen als Herzchakra und goldenes Licht, geführte Meditation, die beruhigt, gibt gute Energie, bringt Klarheit und Entspannung, Liebe zugleich und das kann man nach dem Aufstehen machen, vorm Schlafen gehen und so weiter. Was auch noch wichtig ist zu beachten, allgemein bei Meditation ist es so, Energie ist gleich Information und gleich Bewusstsein. Ja? Das heißt, bei mir persönlich ist es so, wenn ich meditiere, vor allem in der Stille, ja, ich bekomme alle kreativen Infos. Ja? Und da ist es egal, ob die von dem Herzen kommen, von der Seele oder mit wem sonst noch, zum Beispiel geistige Welten oder so angebunden bist. Ja? Hauptsache, du bist angebunden. Es geht ja um Verbindung zu erschaffen. Und ich bekomme alle kreativen Dinge in der Meditation. Und natürlich ist es wichtig, in der Meditation sich nicht mit den Gedanken, die hochkommen, zu identifizieren. Ja? Und den Fokus im Augenblick zu halten. Ja? Dadurch fließt natürlich mehr Energie. Und natürlich ist es wichtig, das einfach mal auch klarzustellen, mal machen und mal nicht machen. Das ist egal, ob man über Meditation redet, über Nahrungsergänzung, über Sport, über Entwicklung allgemein, egal was du tust im Leben,
zweimal die Woche machen und sieben und fünfmal die Woche nicht machen, was bei 7 Tagen 7-mal wäre, ist nicht machen. Mal machen, mal nicht machen, ist nicht machen. Dann lass es am besten lieber sein. Deswegen, betrachte alles immer im Leben wie ein Training. Ich wünsche dir mit allen weiteren Videos enorm viel Spaß. Ja? Und beachte an der Stelle, wie gesagt, die Links, du kannst Notizen machen. Es gibt noch eine extra Kategorie, geführte Meditation, wo du die ausprobieren kannst. Hier kommen, wie gesagt, Technikvideos, Erklärvideos, Erfahrungsvideos. Und bei all den Videos bekommst du eins, ganz viel Energie in Verbindung und anhand von Informationen, die für dich und dein Leben einfach wichtig sind. Die werden am wichtigsten, wenn du sie umsetzt. Ja? Und wie sagte der Jesus damals immer so schön, an meinen Taten sollt ihr mich erkennen. Und so ist es immer noch. Ja? In der Praxis entscheidet sich alles. Ja? Umsetzen, tun und trotzdem im Inneren verbunden sein. Das ist halt die Kunst. Ja? Viel Spaß bei den nächsten Videos und vielen Dank, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ciao.